dass die Schülerinnen und Schüler der Regionalschule gemeinsam mit dem IPC-Forum, Regionalforum, einstudiert haben. Bitte schön. Was ich mir eigentlich gar nicht erlauben konnte.
aber ich konnte Florian doch nicht hängen lassen. Endlich war die Schule aus und wir machten uns mit Frust auf den Weg. Die Laune besserte sich erst, als wir am Sportplatz ankamen. Das letzte Spiel zur Stadtmeisterschaft. Doch als wäre nicht schon genug passiert, gab es auch hier Ärger. Wir legten uns in der Umkleide mit Walter, unserem Platzwart, an. Schlechte Voraussetzung für die Stadtmeisterschaft. Doch nach diesem Spiel sollte sich alles ändern. Wir stürmten aus der Kabine auf den Fußballplatz und schossen 2 Tore und wurden Gladbecker Stadtmeister. Ein tolles Spiel. Ich glaube heute, wir haben unseren ganzen Frust auf dem Spielfeld gelassen, sind als Team unschlagbar gewesen. Wir feierten gerade in der Kabine unseren Erfolg, als Cosma in die Umkleide stürmte. Unser Lehrer Cosma, der Tyrann, der uns das Leben schwer machte. Er stürzte sich auf uns und rief aus voller Kehle: Mensch Jungs, ihr seid die Größten. Ihr habt unseren Feind zum Stadtmeister gemacht. Das muss gefeiert werden. Kommt, ich lade euch ein. Wir schauten uns von unten an und nickten nur: Unser Cosma? Wer hat den denn gedruckt? War das eine super Fete. Wir lernten unseren Lehrer Cosma von einer ganz anderen Seite kennen. Er nahm sich uns an, hörte uns zu, half uns, wo er konnte. Das Lernen, der Unterricht machten beinahe richtig Spaß. Florian und ich kämpften uns hoch bis zu den Klassenbesten. Wir hatten beide bald einen Lehrvertrag in der Tasche, wussten aber damals schon, dass wir nach der Lehre noch weiter lernen wollen. Cosma war stolz auf uns, wir aber auch auf ihn. Demnächst haben wir unser Klassentreffen. Ich bin mal gespannt, was aus meinen Kumpels geworden ist. Und aus Cosma, den wir alle nur noch Cosi nannten. Herr Bürgermeister, der Schulalltag, ja, hört man eine Musik, wir wollen was hören. Der Schulalltag ist wirklich für die Schüler nicht einfach. Ich spreche darüber, weil ich dreimal in der Woche auch in der Schule bin. Es war sehr schwierig, aber ich habe es hinbekommen.
Was mit dir? Ich habe überhaupt gar nicht recht. Leute, Ruhe bitte. Dein Ausdruck. Sieht gut aus. So, wir hatten Schwierigkeiten gehabt. Also, oben war mein Freund. Deine Hausaufgaben, zeig dir mal bitte. Ich konnte hier leider nicht. Wie, du konntest nicht? Das war jetzt nicht so schwer. Dein Heft, gib mal bitte. Das will ich doch mal sehen. Sag mal, das ist das, was wir gestern Abend geschrieben haben. Die Hausaufgaben hast du gar nicht allein geschrieben. Hast du die auch gemacht? Entschuldigung. Wofür entschuldigst du dich bei mir? Später im Arbeitsleben kannst du dich auch nicht entschuldigen, oder? So, Florian, du hast einen Kaugummi im Mund. Du kennst doch die Klassenregel, oder? Jetzt schmeißt du es sofort raus und gelbe Karte. Ich glaube es nicht. Beeil dich bitte. Achso, in deinen Ausgang will ich es auch noch sehen. Komm, beeilung bitte. So, dein Mathe-Heft. Ich hab keine Mathe-Hausaufgaben gemacht. Und warum sollte ich das überhaupt tun? Ich kann das nicht. Sie verstehen doch sowieso nichts. Pass auf, ich kann vieles verstehen, aber wenn du und all deine Freunde hier für eure Zukunft nicht lernen wollt, das kann ich auch nicht verstehen. Wie soll ich das auch? So, jetzt wieder. Sag mal, provozierst du mich etwa? Du hast wieder einen Kaugummi im Mund. Jetzt schmeiß das sofort raus und damit ist Mathe für dich beendet. Mein Freund, was hast du gerade gehört? Ich kapier gar nichts mehr. Brauchst du noch nichts? Komm, wir gehen jetzt in den Trainingsraum. Ach, nee. Ich hab keine Lust. Genau, deswegen habe ich deine Kosmonauten provoziert. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Du und ich. Fußballtraining wären wir jetzt auch lieber, aber egal. Alles nach der Reihe nach. Und wenn das heute beim Fußball auch schief geht, dann kannst du alles vergessen. Heute geht gar nichts mehr schief. Komm, wir holen uns die Stadtmannschaft. Jawohl.